Ja, wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Freunde. Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen da draußen. Ich habe mich heute zum Fotografieren aufgemacht ins Engadin, genauer gesagt nach St. Moritz. Und was euch da erwartet, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, wie gerade angekündigt, bin ich ins Engadin gefahren. St. Moritz war das Ziel. Ich habe mich dort mit 5 weiteren Fotografen zum Fotografieren getroffen. Ich war heute Morgen, ging es schon los bei mir am Bodensee um 3 Uhr, weil 4 Uhr war schon Treffpunkt in Lindau. Und dann ging es weiter Richtung Schweiz, St. Moritz. Und ich stehe jetzt hier am Mortaratsch-Gletscher und dort haben wir gerade eben schon den Wasserfall, der sich direkt am Parkplatz befindet. Also ihr könnt aussteigen, könnt 50 Meter laufen und könnt gleich den ersten Wasserfall fotografieren. Dann lauft ihr eine kleine Serpentine, sind ca. 200 Meter Fußweg oder 300 Meter Fußweg, 10 Minuten und ihr seid an der nächsten Stufe und könnt dann dort den Wasserfall fotografieren. Gerade jetzt im Winter mit dem vielen Eis drumherum kommt es sehr, sehr geil und diese ganzen Blautöne in diesem Wasserfall kommen mega cool rüber und machen auf jeden Fall richtig Spaß, das Ganze zu fotografieren. Beim Fotografieren im Winter solltet ihr natürlich auf eure Einstellungen achten und die Einstellungen beachten, denn der weiße Schnee gibt eurem Sensor immer das Gefühl, ihr belichtet über. Das heißt, ihr müsst da immer ein kleines bisschen unterbelichten, damit die Bilder nachher auch wirklich tatsächlich was werden. Heute Morgen haben wir uns dann um 7 Uhr am Starzer See getroffen. Am Starzer See war es heute Morgen aber leider sowas von dermaßen kalt und ich hatte das falsche Schuhwerk an. Ich hatte extra Bergschuhe angezogen und die Bergschuhe waren aber leider nicht gegen Kälte resistent. Deswegen habe ich so gefroren, ich konnte einfach kein Video machen. Deswegen melde ich mich erst jetzt, kurz vor Mittag, vom Mortaratsch-Gletscher und vom Wasserfall. Aber ich nehme euch jetzt gleich mit, live endlich und nicht nur aus Erzählungen, mit hoch an so eine alte Steinbrücke. Dort fährt die Rätische Bahn drüber und dort möchten wir jetzt zu fünft noch hingehen und fotografieren. Denn einer ist jetzt leider schon nach Hause, der musste nach Hause. Und deswegen, wir gehen jetzt da zu fünft hoch und versuchen die Rätische Bahn zu fotografieren. Das wird auf jeden Fall geil. Bleibt dran. Beim ersten Spot geht es um den Bernina Express. Den möchte ich hier oben an einer Brücke einfangen und möchte da ein Bild haben. Nämlich einmal, wo der, wie heißt der Gletscher nochmal? Mortaratsch-Gletscher. Mortaratsch-Gletscher. Hinten im Hintergrund drauf ist die schönen Bergkappen oben, Bergspitzen oben drin. Und wie der Zug von unten nach oben fährt.
Schön eingefangen, eine Sofortaufnahme, keine Langzeitbelichtung, sondern eine Sofortaufnahme. Aber ich höre gerade von unten, der Zug kommt zuerst von oben, deswegen werden wir zuerst doch die Langzeitbelichtung machen und werden mit der Langzeitbelichtung beginnen. Das heißt, ich mache jetzt mein ND64 drauf, gehe auf eine 6 Sekunden, bleib bei einer, gehe auf eine Blende 20 ungefähr und schau, dass ich dann eine ordentliche Langzeitbelichtung hinkriege. Jawohl, die Langzeitbelichtung hat funktioniert. Der Zug ist ordentlich vorbeigefahren, schön langsam, so dass man eine Langzeitbelichtung ordentlich fotografieren konnte. Die Einstellungen habe ich wieder unten eingeblendet. Hier kommt das Bild. Viel Spaß damit. Aber jetzt geht's natürlich weiter. Wir wollen jetzt, wie gesagt, den Bernina Express von unten nach oben fotografieren. Dazu habe ich eine Blende von 8 gewählt, eine Verschlusszeit von 1/160, denn 1/160 ist ungefähr schnell genug, um die Bahn hier ordentlich auch als Sofort-Momentaufnahme aufzunehmen und dann das Bild richtig einzufrieren. Ich habe eine Brennweite von 30 mm und ja, mein 2470 drauf, mein eigentlich immer drauf. Ihr kennt es ja schon, der eine oder andere, der jetzt zum ersten Mal zuschaut, wird es ab jetzt kennenlernen, was ich meistens mit meinem 2470 unterwegs bin oder mit meinem 1435, wenn ich in der Landschaftsfotografie unterwegs bin. Übrigens auch ein cooles Telezoom kann einen richtig geilen Effekt beim Fotografieren bringen. Ich habe dazu ein passendes Beispiel von heute Morgen. Aber wieder zurück zum Bild. Ich warte jetzt auf den Zug, bis der kommt. Und wenn er kommt, mache ich das Bild hoffentlich und dann melde ich mich bei euch wieder. Während dem Warten ein kleines Tänzchen, tralala. Ja, fotografieren soll auch Spaß machen, oder? Ja, während wir noch weiter warten, kann ich euch ja schon mal erzählen, wo es nach dem Spot hingeht, nach dem Spot vom Maloja Pass. Der Maloja Pass ist auch ein bekannter Pass hier unten im Engadin, der sich so schön den Berg hochschlängelt, und da hoffe ich natürlich noch auf ein paar Lichtzieher zur blauen Stunde. Die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen und ja, bleibt einfach weiter dran und seid gespannt, ob das am Maloja Pass auch noch etwas wird. Und wir tanzen hier so lang einfach ein bisschen weiter, weil es ist schon wieder frisch. Und ich sag's ja immer wieder, warten lohnt sich, weil nämlich, ich nehme euch mal kurz mit. Jetzt wäre ich auch fast noch umgekippt mit dem Scheiß hier. So, und zwar, schaut mal, da vorne, die Bergspitzen sind jetzt fast nicht mehr im Nebel und auch nicht mehr in den Wolken. Das heißt, freie Sicht auf Bergspitzen. Geil, ich freue mich. Das wird cool. Jetzt hoffe ich, dass er dann aber auch gleich kommt. Habt ihr schon mal geschaut? Was sagt der Zeitplan jetzt? Jetzt könnte er langsam echt mal kommen, wa? Okay, also heißt in 2 Minuten. Okay, dann gucken wir doch mal. 2 Minuten können lange sein. Juhu. Hauptsache, er kommt noch. Und wenn er kommt, dann knipsen wir. Ja, einfach mal ein Bild machen ohne Zug, damit es einfach schön aussieht. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch schon nicht schlecht, ey. Voll geil. Ja, voll gut. Kommt gut, kommt gut, kommt gut, kommt gut. Nee, ich fokussiere gerade manuell und ja, Bildstabi mache ich rein, ja. Ja, Bildstabi rein, aber fokussieren tue ich manuell.
damit der Fokus auch schön auf der Mitte der Brücke liegt. Genau, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Fokus mitten auf die Brücke gelegt und manuelle Fokussierung. Da hier unten, auf 5 Uhr kommt der Zug. Oh, er kommt, wir sehen ihn. Ja, ich bin jetzt mal bei einem 160. Blende 8, ISO 160 jetzt inzwischen. Weil ja, es jetzt auch nachgedunkelt hat. Vorher stand die Sonne ja da oben. Dann kam der Zug hier erst von oben. Jetzt kommt er von unten. Jetzt kommt er. Oh, der kommt aber zügig, hey. Der kommt aber zügig. Und dann geht das los. Ja. Ja. Und habe ich ihn genau auf der Mitte? Jo. Bild ist im Kasten. Bild kommt natürlich wie immer jetzt und ich packe jetzt zusammen und wir machen uns auf den Weg zum Maloja Pass. Also bleibt weiter dran. Maloja Pass wird nochmal spannend und auch echt cool. Wir sind mittlerweile am Maloja Pass angekommen. Ich blicke hier direkt oberhalb vom Pass auf die Straße drauf und mache jetzt eine Bulbbelichtung, also eine Belichtung, die über den normalen Zeitraum von 30 Sekunden hinausgeht und habe jetzt dazu hier an meinem Handy, man kann das mit Fernauslöser machen oder mit einem Fernauslöser machen. Ich mache es mit der Canon Connect App und habe hier, ich zeige euch das mal, habe hier quasi meinen Fernauslöser, mit dem ich das Bild auslösen kann, um dann über die 30 Sekunden hinaus belichten zu können. Ich habe jetzt hier mein 1435 drauf, fotografiere auf 16 mm Brennweite. Die Blende steht bei 11 und ja, die Belichtungszeit, dementsprechend gucke ich jetzt, dass ich so auf die 4 Minuten komme. Das erste Bild, das ich jetzt mit 2,5 Minuten gemacht habe, war noch nicht ganz klar genug. Also die komplette Straße waren noch keine Lichtzieher drauf. Aber ich zeige euch am besten mal, wo ich hier eigentlich stehe und wie schweinegefährlich das hier eigentlich ist, weil man steht hier eigentlich echt direkt am Abhang. Und gerade heute bei viel Schnee, wo man gar nicht genau sieht, wo es eigentlich runtergeht, ist es natürlich noch mal zusätzlich gefährlich. Ich hole mal die Kamera. Hier könnt ihr mal gucken. Also ihr seht, wir stehen hier direkt. Hier steht meine Kamera, da drüben stehen die anderen. Wir stehen hier direkt, also ja, so mal darunter gezeigt. So geht es da unten ab. Aber das ist eine wunderschöne Passstraße. Hier läuft die Straße in verschiedenen Kurven hoch und hinten dran hast du dann noch dieses wunderbar schöne Bergpanorama. Mach jetzt auf jeden Fall das Bild, lass es laufen und dann melde ich mich, sobald ich der Meinung bin, dass das Bild was geworden ist. Wird natürlich auch immer dunkler, man muss dementsprechend auch immer weiter nachbelichten. Ich gönne euch einfach nochmal hier ein bisschen die Aussicht. In dem Fall bis gleich, genießt es. So, also das erste Bild war natürlich, wie es immer so ist, schon gleich nichts. 4 Minuten waren noch nicht lange genug, um die Helligkeit genau abzustimmen, um genug Lichtspuren drauf zu haben. Also wenn ihr hier zur blauen Stunde herkommt, so wie wir jetzt hierher gekommen sind, dann müsst ihr natürlich viel Zeit noch einkalkulieren und müsst euch warm anziehen, gerade im Winter. Also hier oben, du stehst hier echt an der Felskante, es pfeift rum.
runter. Du stehst hier direkt im Wind und musst in dem Fall auch ein bisschen Zeit mitbringen. Also 4 Minuten waren immer noch zu langsam, zu wenig mit dem ND64 auf dem 1435. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal pauschal, weil eben weiter immer noch die Abenddämmerung dazukommt. Die blaue Stunde vergeht so langsam und deswegen lassen wir es jetzt einfach mal pauschal 7 Minuten laufen und dann gucken wir mal, was dann rauskommt. So, ihr seht, es ist mittlerweile richtig, richtig finster geworden. Die Zeit schreitet einfach fort. Moment, ich habe hier noch ein Bild ablaufen. Also die 7-minütige, oder es waren jetzt vorher fast 9-minütige Belichtung, die hat natürlich nochmal richtig reingeknallt und hat nochmal ein ordentliches Bild geliefert. Ich blende das Bild natürlich gleich noch im Anschluss ein. Und auch das Bild, das jetzt gerade läuft, das läuft jetzt auch nochmal 7 Minuten bzw. 8 Minuten durch. Und dann gucken wir mal, wie das geworden ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal die ISO ein bisschen hochgezogen, 200, und die Blende nochmal ein bisschen runtergenommen auf 8, damit das alles schön, damit das alles schön weiterläuft. Moment, Junge. Genau. Damit das alles schön, alles super hell beleuchtet ist und belichtet ist. Und der Pass war jetzt gerade eben sowas von voll. Also es hat echt mega Spaß gemacht, jetzt hier noch zu fotografieren. Hier fahren echt mega viele Autos. Also solltet ihr mal in die Nähe kommen, hierher, nehmt den Pass, Maloja Pass, unbedingt mit und schaut euch das hier an. Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Eine atemberaubende Kulisse, ein mega geiler Pass, der mit Lichtern nur so um sich schmeißt, wenn ihr abends hierher kommt und gerade Rückreiseverkehr ist vom Skifahren. Also wirklich, wirklich mega cool. Ja, mega, mega, mega geil. Kleiner Nachtrag nochmal. Ich habe gerade noch ein Bild gemacht. Ich hatte echt richtig, richtig, richtig Glück. Die komplette Straße war noch einmal richtig voll mit 30-sekündiger Belichtungszeit. Ist natürlich auch sehr schön geworden. Ja, das war's auch schon wieder vom heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video auch wieder gefallen. Das erste Video des neuen Jahres 2024. Ich habe es vorhin am Anfang schon gesagt. Ich wünsche euch nochmal ein frohes neues Jahr. Viel Gesundheit, viel Glück, viel Erfolg. Immer ein tolles Motiv vor der Linse. Ich hoffe, ihr werdet auch dieses Jahr recht viel Spaß haben an der Fotografie und werdet weiter dabei bleiben und auch bei mir dabei bleiben. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert vielleicht meinen Kanal. Schaut auch gerne mal bei Insta vorbei. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in dem Fall im nächsten Video, nächste Woche wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Grüezi aus der Schweiz.